Interessanterweise hat sie heute noch auf dem Schirm, sie kann sehr genau eine Palme vor ihrem Fenster beschreiben. Also sie kann sich an kein einziges Gespräch mehr erinnern, das wir auf dieser Insel hatten, aber sie weiß ganz genau, wie diese Palme vor ihrem Zimmer aussah. Also irgendwo findet da wohl doch ein Erinnern statt, das sich niemand so richtig erklären kann. Urlaub mit meiner Mutter, als ich 28 war, habe ich nicht gemacht. Liegt jetzt nicht an meiner Mutter, wir sind eigentlich ziemlich eng miteinander, aber das war nicht so das Gefühl, was ich mir brauchte. Sieht bei Lukas ein bisschen anders aus. Der hat bewusst diesen Trip gemacht, als er 28 war, mit seiner Mutter Claudia. Claudia lebt mit Alzheimer und hatte nochmal diesen einen großen Wunsch, ganz weit weg zu reisen, nämlich in die Südsee. Und den Trip haben beide gemacht. Da haben sie wichtige Erfahrungen für sich gesammelt. Nicht immer nur schöne, sondern auch wirklich traurige. Es ging um den Tod. Und da so viel anfiel, hat Lukas darüber einen Podcast gemacht. Und über diese Erfahrung, über diese Reise, habe ich eine gute halbe Stunde mit ihm in SWR1 Leute gesprochen. SWR1 Leute am Dienstagvormittag mit Lukas Sam Schreiber. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Bitte. Heißt Lukas oder Lukas Sam? Lukas, bitte. Aber gut. Wenn der volle Name kommt, dann mag ich meinen zweiten Namen. Das ist in Ordnung. Gut, Lukas, du hast einen Podcast über deine demente Mutter angelegt. Mhm. Nicht darüber reden, ging aber in deiner Familie irgendwie nicht, sondern du musst einen Podcast machen. Ja, ja, also dazu muss man wissen, was für eine Sippe ich da eigentlich... Das klingt sehr negativ. Sippe ist Sippe negativ. Also ich mag meine Sippe. Ja, aber es ist eine kleine Sippe. Wir sind ein ziemlicher Journalistenhaushalt. Mein Vater war Auslandskorrespondent in Moskau und Brüssel. Meine Mutter ist dann mitgezogen. Und wir haben dann in Moskau gelebt und da hat meine Mutter angefangen zu schreiben. Und hat über ihr Leben weg 10 Bücher geschrieben. Ein Buch von ihr, Emmas Glück, wurde damals mit Jürgen Vogel verfilmt. Das war so ihr großer Erfolg. Das heißt, es war schon eine sehr publizierende Familie. Da passiert eigentlich nichts, sondern dass man das irgendwie verarbeitet. Und dann, als das alles losging, war dann wahrscheinlich auch einer der dritten Sätze. Junge, was machst du draus? Also entweder du schreibst ein Buch drüber oder du machst einen Podcast draus. Und ich habe beides gemacht. Das wollte ich gerade sagen, du hast ja nicht dieses Thema gesucht und so gesagt, hey super, darüber muss erzählt werden, sondern das fasst einen ja erstmal, wenn es im direkten Familienumfeld ist, an. Mhm. Und dann hast du die Chance genutzt und gesagt, das ist ein Thema, über das man reden muss, weil es halt ganz viele Leute betrifft. Mhm. Meine, so eine Palliativmedizinerin, mit der ich gesprochen habe, die hat es Sublimierung genannt. Ich kannte den Begriff vorher nicht. Das ist wohl die kreative Auseinandersetzung mit noch nicht entstandenen Traumata. Vielleicht ist es das ein bisschen passiert. Vielleicht habe ich es einfach dann mich so in das Thema reingeworfen, dass ich nicht so mitstruggle muss. Das kann ich mir vorstellen. Die Ansage deiner Mutter, mehr oder weniger, was machst du draus, hat auf jeden Fall gefruchtet. Was machst du denn sonst, wenn du nicht diesen Podcast machst? Ich bin Podcast-Produzent. Ich habe eine Firma mit meinem besten Kumpel gegründet und wir produzieren Podcasts. Wir haben noch eine Geschichte gemacht, da ging es um Sterbehilfe, weil das auch ein Thema war, das im Leben meiner Mutter immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und da hat sich ja im Februar 2020 ziemlich viel getan durch das Verfassungsgericht und da habe ich mit Menschen gesprochen, teilweise Stunden bevor sie assistierten Suizid gemacht haben. Also alles teilweise ziemlich harter Tobak, aber das sind die Geschichten, die uns da besonders interessiert haben. Das heißt aber, dieser Podcast über deine Mutter ist schon so das Persönlichste, was man eigentlich anlegen kann. Ja, definitiv. Also war auch ganz ehrlich nicht leicht. Also auch den Podcast dazu machen, nach einer gewissen Zeit, wenn man die Stimme der langsam verschwindenden Mutter irgendwie 1000 Stunden auf den Ohren hat, das geht schon sehr rein. Aber ich glaube, ich habe mich auch teilweise über den Prozess ihr nie so nah gefühlt. Also es war schon auch was ganz Besonderes, ja. Und das heißt, du brauchst auch als Erholung für den Kopf andere Themen, die du in Podcasts verarbeitest? Alleine deshalb schon? Ja, bestimmt. Aber es ist auch eigentlich das große Interesse. Also es ist dann, da kann eigentlich alles passieren. Aber sich tief in irgendein Thema reinwerfen, das ist genau das, was ich in der Arbeit spannend finde. Wie geht's dir aktuell? Kacke. Ich glaube, man muss sich auch irgendwann daran gewöhnen, dass an Krankheit einfach nichts besonders gut ist. Das ist sowieso blöd. Sie hat es viel zu früh bekommen, mit Anfang 60. Mhm. Sehr ungewöhnlich, dass man... Ist jetzt wie alt? 64. Okay. 64, aber sie hat es mit Anfang 60 bekommen. Ich glaube, kurz bevor ihr sie 61 geworden ist. Und das macht wirklich gar keinen Spaß. Und es wird auch schlimmer.
kenne ich aus eigener Erfahrung. Mein Vater, auch Alzheimer-Patient oder lebt mit Alzheimer. Wenn die Tür aufgeht und ich stehe davor, dann weiß er, okay, der gehört irgendwie dazu, weil das Bild schon mal an der Wand gesehen wurde. Aber Namen sind dann schon nicht mehr so wirklich bei ihm vorhanden. Was vergisst deine Mutter eher? Was kann sie sich immer noch gut merken? Also woran machst du es fest, dass es sich sozusagen entwickelt? Sie kann nicht mehr lesen zum Beispiel. Das ist schon ein Ding bei ihr. Also sie hat es mal sehr schön beschrieben. Es ist, sie hat ja sehr viel geschrieben. Sie war ja Autorin und das war auch immer so ihr Instrument. Sie ist in einer streng baptistischen Gemeinde groß geworden, wollte da unbedingt raus damals. Und so wie sie es beschrieben hat, war so ihr Verstand das Instrument, das sie da befreit hat. Das hat sie aus diesem kleinen Nest in Nordhessen rausgeholt. Und so wie sie es jetzt beschreibt, geht ihr halt ihr Instrument abhanden. Also das, was sie eigentlich immer hatte. Sie kann nicht mehr lesen. Orientierungslosigkeit ist ein riesiges Problem. Sie verläuft sich schnell. Und mittlerweile, da wiederholen sich die Themen sehr, sehr, sehr häufig. Da weiß man dann nicht mehr, was passiert. Einkaufen wird schwieriger. Viele Sachen gehen verloren. Interessanterweise hat sie sehr gerne Bargeld bei sich. Das scheint so ein Bauernmädchen-Ding zu sein, dass man dann gerne irgendwie das Bargeld irgendwo hat. Und das geht dann, da versteckt sie dann irgendwo und dann suchen wir es halt gemeinsam. Aber wir finden es auch regelmäßig wieder. Und dann hat man kleine Geldüberraschungen irgendwo in der Wohnung verteilt. Orientierungslosigkeit nehme ich auf. Deine Mutter wohnt noch allein. Sie wohnt noch allein, will sie auch unbedingt. Es ist aber fast den ganzen Tag jemand bei ihr mittlerweile. Also das funktioniert dann leider nicht mehr. Was war deine Mutter für eine Frau? Unglaublich. Wirklich eine ganz, ganz, ganz abstruse, tolle intellektuelle Frau, mit Abstand die intellektuellste aus der Familie. Und wir sind schon eine Familie der Klugscheißer, also heißt das schon was. Aber sie hatte auf jeden Fall, sie hatte das größte Backup der Klugscheißerei. Autorin, ich weiß noch, meine allererste Erinnerung an sie, da muss ich vielleicht 4 Jahre alt gewesen sein. Und da hat sie mich gefragt, was meine Meinung zum Tschetschenienkrieg ist. Da war ich 4. Okay. Also es war eine Frau, die extrem an mich geglaubt hat und wissen wollte, wie ich zu bestimmten Themen stehe, als ich schon 4 war. Was hattest du für eine Meinung mit 4 zum Tschetschenienkrieg? Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Okay. Wir können meine Mutter fragen. Aber es war wirklich, also sie hat extrem hohes Vertrauen, sehr kreativ, hat viel gearbeitet, sehr, sehr, sehr fleißig. Hat laut geschimpft, hat sich mit allen angelegt und hat uns wahnsinnig ernst genommen, mein Bruder und mich. Und sie hat sehr viel geschrieben, sie hat Unterhaltung sehr genau zugehört. Sie hatte eine schlimme Missbrauchsvergangenheit, die sie ihr Leben lang aufgearbeitet hat. Und auch darüber war sie sehr transparent uns gegenüber. Also hat uns genau erklärt, was da passiert ist, wie das war. Und ich schreibe es in dem Buch, aber es gab bei uns am Essenstisch gab es immer 2 Themen. Das war Krieg und Ficken. Das war entweder haben wir über politische Sachen gesprochen, was passiert hier, wie stehen wir dazu, eine sehr linke Agenda. Und das andere war, wir haben über Beziehungen gesprochen, wer mit wem, wie fühlt sich das an, wie gehen wir damit um, wie fühlt sich das für wen an. Und das mochte ich immer sehr. Also sehr offen. Sehr offen. Vielleicht ein bisschen zu offen für manche, aber ich glaube, ich habe da sehr viel draus gezogen. Und so wie ich höre, wie du über deine Mutter sprichst, war sie nicht nur zu Kinderzeiten ein Vorbild? Großartig, riesiges Vorbild, ja, auf jeden Fall. Und diese Offenheit, die ihr hattet, die ihr in der Familie ausgelebt habt, die habt ihr auch mit in den Podcast gebracht oder hast du gedacht, das muss man so ein bisschen kontrollieren? Naja, also man muss ja auch sagen, so die Entscheidung, da einen Podcast zu machen, das war ja, das klingt jetzt im Nachhinein so, als hätte man sich da irgendwie gewollt hingesetzt und hat da was draus gemacht. Das fügte sich dann irgendwie alles zusammen. Also sie hat die Diagnose bekommen und ich glaube, dann wurde relativ schnell klar, dass sie auf eine Insel gehen will. Und sie wollte unbedingt auf Aitutaki, das ist eine Südseeinsel, wirklich in der Mitte des Pazifiks. Davon hatte sie ihr Leben lang geträumt. Sie hat als junge Journalistin mal so bunte Nachrichten gemacht, haben die das genannt. Da ging es um die erste Bürgermeisterin von Aitutaki. Das war wohl so ein Bild von einer Frau an einem Strand mit einem Blumenkranz auf dem Kopf. Und sie fand dieses Bild so toll und guckt dann im Atlas nach und findet Aitutaki. Und es ist wirklich zwischen Neuseeland und Mexiko, also genau in der Mitte des Pazifiks, im Nirgendwo. Und als die Diagnose kam, meinte sie, ich muss dahin. Ich muss jetzt nochmal damit. Solange ich noch was verstehe, muss ich dahin. Und ein paar Monate später sind wir dahin. Und auf der Insel kannst du nicht viel machen, außer reden. Und das haben wir gemacht.
Ein Trip nach Aitutaki, das klingt so, als läge es irgendwo gleich neben Lummerland. Du hast eben schon gesagt, Lukas Sam Schreiber ist zu Gast in S-Ferns Leute. Das ist eine Südseeinsel, wie hast du es beschrieben, zwischen Mexiko und Neuseeland? Ganz genau, direkt in der Mitte. Da weiß man ja, wo es ist. Den hast du gemacht mit deiner dementen Mutter. Das ist jetzt nicht wirklich das nächste Ziel. Man hätte ja auch irgendwie eine kleine Städtereise erstmal machen können. Warum Aitutaki? Du hast eben schon angerissen, das war der Wunsch, der Traum, ein Leben lang deiner Mutter. Ich meine, es war auch zu einer Zeit, das war der November vor Corona, also wirklich last minute sind wir da noch hingegangen, November 2019, also viel knapper hätte man gar nicht verreisen können. Und klar, es hätte auch der Städtetrip sein können, aber es war wirklich so der Instinkt dahinter war so ein bisschen so jetzt oder nie. Also ich muss jetzt irgendwo verreisen, sonst sehe ich das nie wieder. Und das war ein Ort, den sie ihr Leben lang sehen wollte, also sind wir dahin. Und Aitutaki kanntest du vorher nur aus deiner Kindheit so als eine Art Drohung deiner Mutter? Es ist wirklich eine Angstinsel, also anders kann man es gar nicht beschreiben. Meine Mutter hat mein Leben lang gedroht, dass wenn ich weiter nerven würde, wenn irgendwas passiert, dann würde sie einfach abhauen und sich auf Aitutaki niederlassen. Und es war wirklich, also aber dann sind wir dahin und es ist doch schöner, als man es sich vorstellen kann. Was, wie im Reisekatalog? Also ich bin schon viel bereister junger Mann und ich dachte, sowas hätte ich schon gesehen. Aber es gibt der Lieblingsort von Roger Willemsen, der sein Leben lang rumgereist ist. Das war nur wenige tausend Kilometer nördlich davon, was in Pacific-Terms wirklich nichts ist. Also es ist quasi um die Ecke. Ein Katzensprung. Und er sagte, es sei das schönste Klischee, dass da, wo es am weitesten weg ist, auch am schönsten ist. Und es ist wirklich auf der anderen Seite der Welt. Es sind Strände, die sind dünner als ein Fahrradstreifen. Mit dem Roller fährt man da in 5 Minuten von der einen Ecke in die andere Ecke. Da kann man nichts machen. Da passiert nichts, da gibt's auch nichts. Die Leute spielen Rugby, gucken in die Sonne und genießen den Tag. Es gibt aber auch Schlimmeres. Da gibt es wirklich Schlimmeres, ja. Das ist wirklich der schönste Ort. Dein Buch heißt Aitutaki Blues. Wie lange wart ihr da, deine Mutter und du? Ich glaube 3,5 Wochen. Es hat sich deutlich länger angefühlt. Wir hatten nämlich da auch kein Internet. Also es war dann wirklich, wir hingen da zu zweit und sind jeden Tag spazieren gegangen. Einer der Haupttodesgründe auf Aitutaki sind herabfallende Kokosnüsse. Mhm. Davor haben wir uns ein bisschen schützen wollen, sind da drum Slalom gelaufen. Das ist aber nicht passiert, glücklicherweise. Obwohl meine Mutter sehr klar sagt, das wäre ein Tod mit Image. Also vielleicht hätte es doch passieren sollen. Die Anreise, ganz einfach? Furchtbar schwer. Ich muss sagen, ich bin ziemlich naiv in diese Reise gestartet. Also ich habe mir nicht so richtig Gedanken gemacht, wie schlimm die Krankheit eigentlich wirklich ist. Und dann, wenn man dann so ein bisschen losreißt und dann merkt, okay, also es ist ein Unterschied, ob man einfach nur so ein paar Stunden am Tag mit einer Person mit Alzheimer verbringt, ja, oder ob man wirklich 24/7 mit der Person herumhängt. Und das ist, wir haben uns ein Wohnzimmer, wir haben uns ein Hotelzimmer geteilt, als wir in L.A. zwischengelandet sind. Und dann geht sie raus und geht auf die Toilette. Man ist sich unsicher, ob sie den Weg zurückfindet. Und immer wieder muss man die gleichen Wege erklären. Starke Orientierungslosigkeit. Immer wieder die Fragen, warte, wo sind wir gerade? Wo müssen wir hin? Was ist hier vor? Bin ich jetzt hier richtig? Das Einzige, was ihr wirklich geholfen hat, dass sie wahnsinnig gut im Flugzeug schlafen kann, das hat sie eigentlich 15 Stunden lang gemacht. Aber sie wusste auf dem ganzen Trip, wo sie ist? Oder musstest du das immer wieder auffrischen? Nee, das vergisst sie nicht. Interessanterweise hat sie heute noch auf dem Schirm, sie kann sehr genau eine Palme vor ihrem Fenster beschreiben. Also sie kann sich an kein einziges Gespräch mehr erinnern, das wir auf dieser Insel hatten. Aber sie weiß ganz genau, wie diese Palme vor ihrem Zimmer aussah. Also irgendwo findet da wohl doch ein Erinnern statt, das sich niemand so richtig erklären kann. Was möchte ich noch alles erleben? Habe ich eine Bucketlist von Orten zum Beispiel, die ich noch vor dem Tod mal sehen möchte? Wenn das bei euch so ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Orientierungslosigkeit, die habe ich eben schon mal angesprochen, als es darum ging, alleine noch in Köln zu leben, was deine Mutter macht. Orientierungslosigkeit mit einer Person mit Alzheimer in einem Ort, den sie komplett nicht kennt. Alles neu auf Aitutaki. Wie dramatisch ist das? Wie gefährlich ist das? Sie hatte dich immer an ihrer Seite, das ist schon klar, aber... Wie gesagt, da kann nicht viel mehr passieren als herabfallende Kokosnüsse. Und deswegen war es maßgeblich, dass wir uns irgendwo an den Strand setzen und über das Leben und auch über den Tod sprechen. Seid ihr noch, was euer Verhältnis angeht, als Mutter und Sohn losgefahren? Wir sind als Mutter und Sohn losgefahren.
Ich glaube, ich meine, ich war zu der Zeit, war ich 28. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da war ich noch nicht erwachsen. Also zumindest habe ich mich nicht so gefühlt. Es war auch nicht mehr eine Zeit, wo die Mutter einen an die Hand nehmen muss. Nee, auf keinen Fall. Aber ich war auch noch nicht so, dass ich irgendwie, ich hatte nie das Gefühl zu der Zeit, dass ich irgendwo die Verantwortung übernehmen muss. Sondern man hat sich immer so ein bisschen rausmogeln können. Und das war das erste Mal, als ich dann noch gemerkt habe, wie schlimm das ist. Dass ich zum ersten Mal gezwungen war, da so richtig an der Front dieses Problems zu stehen. Niemand kann mir das jetzt abnehmen. Mhm. Und es wurde dann immer mehr von der Mutter, die wirklich alles geregelt hat und eine sehr starke Frau. Also bevor ich reisen gegangen bin früher, hat sie immer gedroht, so wenn ich verloren gehe, dann kettet sie sich nackt an den Bundestag, bis ich freigelassen werde. Das war die Drohung, damit ich auf mich aufpasse. Und ich habe sie zugetraut, sie hat es gemacht. Und als wir dann losfuhren, wurde ich dann immer mehr zu einer Art so ein Helikoptersohn. Die ganze Zeit am Rumkreisen bei ihr, musste mich um alles kümmern. Sie hat bestimmt auf der Reise 3,5 Wochen 6-mal ihre Zahnbürste verloren. Nicht mehr aufzufinden. Ich habe dann irgendwann 2 gekauft. Gut. Also immer eine und dann habe ich wieder eine. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Aber man musste sich darum kümmern. Aber ich glaube, der große Unterschied war dann, ich habe meine Mutter vermisst. Ich habe die Frau vermisst, die sich um mich kümmert, während aber meine Mutter hier neben mir sitzt. Ich rede mit der Person, die ich vermisse. Und dann schlich sich immer mehr irgendwie zum einen dieses Gefühl ein, ich muss das jetzt machen, ich muss mich jetzt darum kümmern. Aber auch dieses Gefühl, ich will das gar nicht. Ich will hier raus. Ich will einfach nur irgendwie unbeschwert meinen Scheiß machen. Feiern gehen, mein Ding machen. Und das ist... Es gibt dieses Gefühl, dass wenn die Eltern krank werden, man dann plötzlich sagt, okay, vielleicht bin ich jetzt erwachsen. Vielleicht ist das der Moment, wo ich diese Verantwortung, der ich nicht mehr entkommen kann, vielleicht muss ich mich der annehmen. Vielleicht hat man das, wenn man Vater wird, ich weiß es nicht. Aber so hat es sich für mich angefühlt. Also, dass du gezwungen wirst, ne? Dass du in die Rolle reingestoßen wirst. Gab es für diesen Rollenwechsel irgendwie so eine ausschlaggebende Szene, wo dir das bewusst aufgefallen ist, dass du da halt irgendwie gerade mehr machen musst, als du es bisher gemacht hast? Meine Mutter hatte, eine der größten Sorgen in dieser Alzheimer-Diagnose ist, dass sie den Albtraum der späteren Verläufe der Krankheit erleben muss. Und eine Sache, die sie sehr früh angefangen hat, war über ihren Selbstmord zu sprechen. Das heißt, es war dann sehr früh, dass sie gesagt hat, gibt es Sterbehilfe, die ich in Anspruch nehmen kann? An welchem Punkt will ich mir selbst das Leben nehmen? Und sie brauchte jemanden, mit dem sie darüber reden kann. Und ich glaube, einmal dieses Gespräch zu führen, wäre für einen Sohn vielleicht zu viel gewesen. Mhm. Und ich habe dieses Gespräch mit ihr über ihren eigenen Selbstmord und wie sie das machen könnte und ob sie das machen soll, über die letzten 3 Jahre bestimmt 150 Mal geführt. Und diese ersten Gespräche, die fingen schon auf Aitutaki an. Und das war, glaube ich, der Moment. Das ist eine fast nicht auszuhaltende Unterhaltung. Und ich werde sie trotzdem führen, weil sie mich da braucht. Du hast dich eben als Helikoptersohn beschrieben. Der Begriff der Helikoptermutter, der bisher dann bekannt war, der ist ja eher negativ besetzt. Hast du dich für diese Rolle, die du dann einnehmen musstest, auch so ein Stück weit, ja nicht gehasst, aber hast du... Mochtest du das? Nee, natürlich nicht. Fürchterlich. Aber ich glaube, das größere Problem war, in dem Moment, wo man will der Person, die man liebt, nicht die Autonomie absprechen. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ach Claudia, das kriegst du jetzt eh nicht hin, vor diesem Moment wollte ich mich immer schützen, weil sie ja vorher alles immer geregelt hat. Sie war ja so eine unglaublich selbstständige, kompetente, intelligente Frau. Und dann verschwindet das immer mehr und sie kann das nicht mehr. Und dann muss man immer mehr für sie da sein. Und in dem Moment, wo ich dann nachdenke, so sie kann das nicht mehr, dafür habe ich mich geschämt. Das wollte ich nicht. Euer Verhältnis, du lebst in Berlin, deine Mutter in Köln, trotzdem seid ihr relativ oft zusammen. Ist es jetzt auf einem gesünderen Niveau? Also wir telefonieren jeden Tag. Irgendein Problem gibt's immer zu lösen. Das ist, mal geht irgendwas verloren, mal passiert irgendwas, ich mache ihre Steuer gerade. So Sachen, weil die Frau die hat sich Bücher geschrieben, die Tantieme, die kommen immer noch. und so, das heißt, sowas regelt man dann doch die ganze Zeit, aber dann bin ich auch mehrfach im Monat da und man geht zusammen zur Arzt besuchen und sonst was. Also der Arbeitsaufwand wird größer. Aber ich habe einen unglaublich guten Bruder, der kümmert sich viel. Und ihr Ex-Mann, mein Vater, der kümmert sich auch wahnsinnig gut, was ich für mich sehr, sehr, sehr inspirierend finde. Du kennst die Hirnstörung, was sie ja nun mal ist, leider recht intensiv. Allein in Deutschland leben mehr als 1,5 Millionen Menschen damit. Alzheimer ist für dich?
Die Krankheit, also was für mich persönlich bedeutet, ja. Oder? Ja, es ist furchtbar. Also es ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Krankheit. Also es ist, ich meine, da müsste man nochmal konkret eine Neurologin fragen, so was da wirklich passiert im Gehirn. Aber ich habe mit dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gesprochen. So eigentlich so, sag mal, weiß man jetzt eigentlich, woher es kommt? Weiß man, was man damit machen soll? Und auch die sagten, so ehrlich gesagt, Wir tapsen im Dunkeln. Man weiß immer noch nicht, was so richtig passiert. Es gab jetzt vor kurzem einen recht verrückten Wissenschaftsskandal. Es gibt ein bestimmtes Protein im Gehirn, das lange in Verbindung mit Alzheimer gebracht wurde. Beta-Plaque nennt man das. Das ist wie so ein Kalk, der im Gehirn war. Und Ablagerung. Man ging davon aus, dass das die Ursache für Alzheimer sei. Und alle Medikamente, die gegen Alzheimer oder als Behandlung, Antidementiva, die dafür hergestellt wurden, die sollten eigentlich diesen Plaque abbauen. Man hat sich die ganze Zeit gewundert, warum das eigentlich nicht funktioniert. Und es stellt sich jetzt raus, dass diese meistzitierte Alzheimer-Studie, dass die Ergebnisse davon gefälscht waren. Und so scheint es, dass die ganze pharmazeutische Entwicklung, die ganze Medikamententwicklung der letzten Jahrzehnte für Alzheimer eigentlich für die Katz waren. So wurde es mir beschrieben. Also müsste man nochmal Expertinnen fragen, ob das wirklich genauso der Fall war. Das heißt, eigentlich weiß man nicht, woher es kommt. Es gibt eine genetische Prädisposition, das APOE4-Gen, die kannst du von der Mutter und kannst du von deinem Vater haben. Und wenn du es von beiden Seiten hast, dann hast du auch eine zweistellige Prozentchance, dass du Alzheimer bekommst. Stress kann eine Ursache haben. Es gibt Studien, die eine Zahnfleischentzündung mit Alzheimer in Verbindung bringen. Mit allen Menschen, mit denen ich drüber gesprochen habe, eigentlich weiß niemand, woher es kommt. Und das ist bitter, ne? Also das ist richtig, richtig bitter. Sehr, 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 sehr unbefriedigend. Aber dadurch, dass es auch keine Heilung gibt, ich finde, manchmal ist diese Hoffnungslosigkeit, da kann man vielleicht ein bisschen die Ruhe finden. Weil was Alzheimer verspricht, ist, dass es nicht mehr besser wird. Und wenn man das weiß, dann sagt man, okay, wenn ich hier keine Hoffnung habe, dann mache ich jetzt das Beste aus dem, was ich habe. Und das, was mit meiner Mutter immer noch funktioniert, ist auf ihrem Balkon sitzen, mit ihr eine Zigarette rauchen und in die Sonne gucken. Und das funktioniert. Und wenn man diese kleinen Momente hier und da findet, dann kann man zumindest die einzelnen Tage ein bisschen besser machen. Heißt aber auch, man muss die Ansprüche deutlich runterschrauben. Ja, das auf jeden Fall. Also du wirst es ja auch kennen, wenn dein Vater Alzheimer hat. Aber das ist dann, da funktioniert dann manches nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Ich habe eine schöne Anekdote gehört von einem Vater einer Bekannten, hatte Alzheimer. Der hat immer so eine Tour in Köln gemacht, ist von einem Café zum anderen gefahren und hat überall in diesen Cafés immer ein Cappuccino getrunken. Und du kennst ja, ist so ein bisschen der Kölner Habitus. Sie haben immer gefragt, willst du noch ein Likörchen dazu? Und dann hat er immer ein Likörchen dazu gestellt bekommen, hat ein Likörchen. Aber dadurch, dass er immer vergessen hat, dass er ein Likörchen getrunken hat, hat er das bei allen Cafés, die er die Tour abgefahren hat, auch bekommen. Und dann musste der Sohn wirklich alle Cafés und so, bitte kein Likör mehr. Der Junge, der gute Mann, der kommt immer besoffen nach Hause. Aber auch der kam dann abends in den Sessel, setzte sich zurück, der Mann mit Alzheimer, und sagte, wir haben es schon schön. Ja. Und ich glaube, diese kurzen, schönen, kleinen Momente, die kriegt man auch später in der Krankheit noch. Jetzt hast du es gerade gesagt, eine Studie mit Ergebnissen, die anscheinend nicht stimmen. Es ploppen immer mal wieder Meldungen auf, jetzt gerade aktuell auch, dass es ein Medikament gibt, was bald auf den Markt kommt, dessen erste Ergebnisse durchaus Mut machen. Sind das Meldungen, auf die du setzt, wenn du eine Alzheimer-kranke Mutter hast oder eine Mutter, die mit Alzheimer lebt, weil du hoffst, vielleicht gibt es doch irgendwo Heilung? Nee. Also von allem, was ich über die Krankheit bisher verstanden habe, ist, dass die Bereiche, die verschwunden gehen, dass die unwiderruflich kaputt sind. Also so wie ich die Alzheimer-Krankheit verstehe, ist, das geht langsam durchs Gehirn und die Bereiche, die dann betroffen sind, die sind dann auch vorbei. Ich glaube, also ich kenne jetzt das spezifische Medikament nicht, aber alle anderen, das ist dann im Frühstadium der Krankheit, kann man das erkennen, vielleicht kann man das ein bisschen lindern, aber wenn die Krankheit einmal ins Laufen kommt, Dann ist es da eigentlich auch durch. Und deswegen, ich habe da ja auch mehrfach nachgefragt und auch wirklich die Forschungszentren gefragt. Und von allem, was ich mitbekommen habe, ist der Zug dann leider abgefahren. Ich glaube, wenn man immer mehr herausfinden kann, was Alzheimer eigentlich verursacht, dann können wir uns schützen, dann können wir die Menschen um uns herum schützen. Aber ich glaube, guter Schlaf, wenig Stress, hast du wahrscheinlich schon das meiste für dich getan. Deine Mutter hat den Wunsch des selbstbestimmten Endes. Das ist nur ein bisschen schwierig, denn sie hat Alzheimer. Wie habt ihr das geregelt?
Boah, das war eine richtig, richtig lange Reise. Also, wir haben schon auf Aitutaki häufig darüber gesprochen. Und als wir dann zurückkehrten, war das eine der Unterhaltungen, die immer wieder aufkam. Ja, aber wie spricht man darüber? Also, sie spricht das sehr klar an. Sie sagt, wie kann ich gehen? Ja, Lukas, hast du da Lust drauf, also mit deiner Mutter über ihren Tod zu sprechen? Sie hat mit mir immer über alles gesprochen. Wer bin ich, wenn ich über diese Unterhaltung dann Nein sage? Also ich habe ihr dazugehört und es gab dann einen Punkt, wo sie meinte, so Lukas, ich will das wirklich. Recherchiere für mich, wie das geht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe bei Sterbehilfevereinen angerufen. Und darüber ist mir dann klar geworden, wie verrückt diese Situation eigentlich gerade ist. Weil das Verfassungsgericht hat das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe gestürzt. Okay. Und seitdem ist es ein bisschen Wilder Westen. Also es ist eigentlich alles möglich. Und dann habe ich einen anderen Podcast gemacht, die Suche nach dem guten Tod, und habe mit Menschen gesprochen, mit dem ehemaligen Präsidenten vom Verfassungsgericht, mit Palliativmedizinerinnen, habe mit verschiedenen Expertinnen darüber gesprochen, was ist eigentlich möglich und wie geht es. Und es ist für meine Mutter nicht möglich, weil eine Voraussetzung dafür ist die Urteilsfähigkeit. Und die wird bei Alzheimer relativ früh, sagt der Staat dann, und auch einfach aus Schutzpflicht, sagt man, die Person kann nicht mehr frei entscheiden, ob das funktioniert oder nicht. Was sehr gut funktioniert, ist eine gute Patientenverfügung. Eine Patientenverfügung, da gibt es noch einen Anhang an die Patientenverfügung, das ist die sogenannte Werteanamnese. Da kann man wirklich sehr frei formulieren, sowas wie, es hat auch echt viel Interpretationsspielraum. Da kannst du so schreiben, ich möchte in der Lage sein, in die Sonne zu gucken und glücklich einen Gin Tonic zu trinken. Das kannst du so da reinschreiben. Und als Verantwortlicher für die Patientenverfügung kannst du dann sagen, das ist nicht mehr erfüllt. Und dann ist es so ein bisschen dieses Sterben lassen. Und an dem Punkt, und so wurde es mir von Palliativmedizinern bestätigt, auch bei Alzheimer haben die bis spät in die Krankheit noch gute Momente. An dem Punkt, wo es wirklich kritisch wird, da sind sie nicht mehr in der Lage, selbst sich das Glas zu greifen. In ihrer Patientenverfügung steht, dass ihnen niemand das Glas reichen darf. Und das heißt, an einem gewissen Punkt, irgendwann in der Zukunft, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu füttern, selbst zu trinken, wird sie sterben. Von ganz von alleine. Und das heißt, wenn wir heute das Gespräch darüber führen, und das führen wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, und sie fragt, Lukas, wie kann ich sterben? Dann sage ich, Claudia, du willst nicht jetzt sterben. Weil du entscheidest dich alle 2 Wochen um, weil du dann wieder irgendwo in die Sonne guckst und sagst, ist doch ganz schön. Und das heißt, die Horrorszenarien, vor denen sie wirklich Angst hat vom Alzheimer, die wird sie nicht erleben, weil sie diese gute Patientenverfügung hat. Wenn es schlimm wird, stirbt sie von alleine. Und die Sterbehilfe, die kann sie gar nicht in Anspruch nehmen. Und deswegen ist das gerade die Möglichkeit. Aber für Menschen, die anderweitig sterbenskrank sind, da gibt es diese Möglichkeiten. Wie möchte ich aus dem Leben gehen? Wie bereite ich mich darauf vor? Lege ich schon mal eine Patientenverfügung zurecht? Schreibt ihr vielleicht schon ein Testament? Auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt würde ich gerne ein Fazit ziehen mit meinem Gast Lukas Sam Schreiber. Noch eine große Reise mit der Mutter und mit Alzheimer. Ist der Plan für beide von euch aufgegangen, als ihr auf Aitutaki wart oder besser wieder zurück wart? Ich glaube, das einzige Ziel, das wir hatten, also ich hatte 2 Ziele, als ich hingegangen bin. Mein Ziel war, es kam von meiner Freundin, die sagte, dein einziger Job da ist, deine Mutter am anderen Ende der Welt glücklich zu machen. Und die Momente haben wir gesucht und die haben wir auch gefunden. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Ihr Ziel war, mal die Dinge von der anderen Seite angucken. Wir haben wirklich jede Ausrede genutzt, um irgendwo in die Südsee zu fahren. Und das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber als ich dann so wieder zurückgekommen bin, also Erholung war das dann nicht. Das kann ich mir vorstellen. Das war so anstrengend. Als ich wiedergekommen bin, ich hatte einen richtigen Zusammenbruch. So die 3 Monate, nachdem ich wiedergekommen bin, war ich so neben mir. Und es hat sich dann so angefühlt, dass ich meine Mutter schon verloren habe. So, es hat sich angefühlt, als wäre meine Mutter schon tot. Weil die Frau, die ich vermisst habe, die war nicht mehr da. Und dann hat sich das angefühlt, das ist nur noch die leere Hülle einer Frau, mit der ich da interagiere. Das ist nicht mehr meine Mutter. Und auch da hat mir meine Freundin mit einem ganz wundervollen Satz geholfen. Sie meinte, wenn du eine tote Mutter hast, dann hat sie keinen Sohn. Und das war ein richtiger Aufwachmoment für mich, weil ich muss ihr ein guter Sohn sein. Und was immer noch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass sie noch genau so fühlt. Sie fühlt ganz, ganz eng.
Eine Palliativmedizinerin, mit der ich gesprochen habe, die meinte, das Herz hat keine Demenz. Mhm. Und da ist wirklich sehr, sehr viel dran. Und sie lacht immer noch über gute Jokes, über versaute Jokes. Wir haben immer noch den gleichen Humor. Und mittlerweile habe ich so ein Comedy-Set für sie aufgebaut. Das ist ja das Schöne an Alzheimer. Ich kann die gleichen Witze immer wieder erzählen. Das ist stark, ja. Und mittlerweile habe ich ein Set, das ist so hochspezifisch auf meine Mutter ausgelegt. Wirklich jeder Joke ist ein Brüller. Und das funktioniert immer noch. Weil du weißt, auch weißt, welcher Witz ich zündet und genau, welcher nicht. Welcher zündet. Und wenn sie schlechte Laune hat, miteinander lachen, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und das funktioniert hoffentlich noch für eine ganze Weile. Hast du mehr auf Aitutaki geweint oder danach? Probleme zu weinen. Ich habe einmal geweint in der Zeit, aber nicht, weil ich Weinen irgendwie schwächlich finde, sondern wenn es mal passiert, dann freue ich mich wahnsinnig und dann höre ich wieder auf zu weinen, weil ich so glücklich darüber bin, dass ich mal weine. Das heißt, es hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber das, du hast ja gerade beschrieben, das ist ja schon etwas Trauriges, extrem Trauriges. Du schaust dabei zu, wie du den Menschen, den du extrem liebst, verlierst. Wie er immer mehr jemand anders wird. Mhm. Ich meine, es war so ein bisschen, ich habe auf Aitutaki zum ersten Mal Albert Camus gelesen. Also wirklich, es ist so ein Klischee, dass so ein 28-jähriger Bub da irgendwie dann Camus liest. Aber es ist ja wirklich dieses Gefühl von, es ist sowieso alles egal, aber das macht es irgendwie wertvoll. So, wir zeigen den Göttern den Mittelfinger und sagen, wir machen es trotzdem. Und obwohl das alles egal ist, obwohl jedes Gespräch mit meiner Mutter irgendwie verloren geht, wir machen es für diesen einen Moment. Wir führen diese Gespräche, weil es sich gerade gut anfühlt. Und dann ist es halt nur für dieses Lachen in diesem Moment, nur die Zigarette, die man teilt, nur in die Sonne gucken, nur für dieses eine Gespräch. Und es lohnt sich dann schon. Das ist natürlich schon so ein Tipp, den du eigentlich jedem, der einen Alzheimer-Menschen in seiner Umgebung hat, mit an die Hand geben kannst. Du sagst auch, der Schlüssel ist die Akzeptanz des Ganzen. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass es einfach nur wehtut. Und es ist, man kann auch Scheiße einfach manchmal nicht bunt reden. Das ist blöd. Das tut weh. Das ist wahnsinnig scheiße. Vor allem für sie. Und da jetzt irgendwie zu sagen, aber geh da mit Mut irgendwie dran, das ist auch irgendwie scheinheilig. Nee, das tut weh. Aber in dieser Hoffnungslosigkeit, ich glaube, da kommt dann irgendwie die schönen Momente. So, ja, es wird nicht besser. Dann können wir es jetzt auch irgendwie stehen lassen. Mit seiner Mutter und Alzheimer hat Lukas Sam Schreiber heute zu Gast in SWR1 Leute einen Trip in die Südsee gemacht. War das eure letzte Reise gemeinsam? Ich hoffe nicht. Vor kurzem wollte sie, dass ich sie mit nach Kapstadt nehme. Und sie will unbedingt irgendein Folk-Festival in Irland sehen. Also mal sehen, wenn wir das machen. Was bedeutet dieser Podcast, der auf eurem Trip entstanden ist, dir persönlich? Du hast eben schon mal gesagt, du bist der Mensch, der intensiv die Stimme deiner Mutter sozusagen zwangsläufig dann nochmal gehört hat bei der Bearbeitung. Ja, das Interessante ist, also ich habe viele dieser Aspekte nochmal verarbeiten können. Eine Sache ist mir in der Produktion richtig doll aufgefallen. Und zwar in manchen Gesprächen, die ich mit meiner Mutter geführt habe, ist mir erst beim Wiederhören, also wenn man dann so, man hatte ja über den Verlauf der Reise, lernt man immer mehr die Krankheit kennen. Und Gespräche, die wir am Anfang geführt haben, da habe ich mich in der Produktion fast geschämt, wie ich mit ihr gesprochen habe. Bestimmte Sachen, die ich hier zugemutet habe, wo ich dann später dachte, so, das würdest du heute so nicht mehr machen. Eine bestimmte Schnelligkeit, eine bestimmte Sachen, die ich hier gesagt habe, wo ich denke, so, das ist schon hart. Also hier. In dem Tempo, in dem du gesprochen hast oder was du abverlangt hast? Nee, es ist eher dieses, was ich hier abverlangt habe. Also wir haben zum Beispiel, sie hat immer von mir gefordert, sag klare Kante alles, was du denkst. Sag mir ganz genau und ich habe hier wirklich aufgezählt, das sind die Defizite, die ich merke, hier fehlt das. Und das war schon viel für sie zu handeln. Ich glaube, da wäre ich heute vorsichtiger mit umgegangen. Aber wenn man sich das immer wieder anhört, die Fehler machst du nie wieder. Und ich glaube, der Umgang mit ihr, sie kennenzulernen, nochmal die Krankheit, sie mit der Krankheit genau kennenzulernen, das hat der Podcast mir gebracht. Also ich glaube, ich bin Experte darin, ich bin Alzheimer-Experte im Kontext meiner Mutter geworden. Weil ich glaube, es ist sehr individuell, aber bei meiner Mutter, da bin ich richtig, richtig drin. Gibt es noch einen handfesten Tipp, den du allen Menschen, die Alzheimer in der Familie oder im Freundeskreis haben, mit an die Hand geben kannst? Zeit mit ihnen verbringen,
Zeit mit ihnen verbringen. Die Zeit da wirklich und in die Welt von diesen Personen eintauchen. Es gibt also früher haben sie in den Altenheimen haben sie so fette, riesige Kalender hingepackt und denen versucht einzubläuen, welcher Wochentag ist. Und das ist nicht fair. Die haben diesen Lerneffekt nicht. Es ist nicht ein Kind, das man irgendwas beibringen kann, sondern in die Welt eintauchen, mit denen da sein, wo die sind. Lukas Sam Schreiber, vielen Dank fürs Kommen. Danke, im SWR1 Leute. Extrem starker Auftritt. Ich glaube, dass ihr sehr viel schon im Umgang mit dieser Krankheit Alzheimer bei deiner Mutter gemacht habt. Danke dafür. Alzheimer ist eine Krankheit, mit der allein in Deutschland über 1,5 Millionen Menschen leben. Und es trifft natürlich genauso auch Verwandte, Freunde, Bekannte, die auch damit klarkommen müssen, wenn jemand Alzheimer hat. Darüber habe ich auch schon mit Martin Rütter, dem Hundeexperten, gesprochen, der eine Alzheimer-kranke Mutter hatte, auch ganz bittere Erfahrungen mit ihr gesammelt hat. Und Martin Rütter hat auch erzählt, dass Hunde durchaus Alzheimer haben können. Das könnt ihr auch nachsehen bei uns. Und ansonsten empfehle ich sehr gerne, unseren Kanal zu abonnieren. Denn dann entgeht einem kein gutes Gespräch aus SWR1 Leute.